Wie sieht es denn da aktuell aus? Wir haben in Vorarlberg erlebt, dass die Kontaktnachverfolgung ab einer gewissen Zahl der Inzidenzen fast nicht mehr möglich war, dass man da fast nicht mehr nachgekommen ist. Können Sie für den Landkreis Lindau sagen, dass Sie da noch nachvollziehen können, woher die Infektionen kommen? Also mir persönlich ist die Kontaktnachverfolgung ein ganz großes Anliegen. Und wenn Sie sich ganz aktuell die Inzidenzen anschauen bei uns und dann in allen deutschen Nachbarlandkreisen, also sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern, da liegen wir deutlich zum Teil um das Zweifache, Zweieinhalbfache unter den Nachbarregionen. Und da kann man ja die Frage stellen, warum weicht der Landkreis Lindau bei den Inzidenzen so deutlich von den Nachbarregionen ab? Meine persönliche Erklärung dafür ist, dass wir sehr stringent die Kontakte nachverfolgen. Der Freistaat Bayern hat im Oktober, als die Inzidenzen deutlich angestiegen sind, den Gesundheitsämtern die Möglichkeit eingeräumt, die Kontaktverfolgung nicht mehr so ganz genau durchzuführen. Man hat dann gesagt, es reicht, wenn man sich auf die Haushaltsangehörigen konzentriert, auf Menschen mit vulnerablen Angehörigen, auf bestimmte Berufsgruppen. Dieses Ziel habe ich im Landkreis so nicht umgesetzt, sondern wir haben gesagt, wir halten dran fest, solange es irgendwie geht, alle Kontakte zu ermitteln, um Infektionsketten zu durchbrechen. Und das war für mich auch der Grund, obwohl wir in der Inzidenz niedriger lagen als die Nachbarregionen, die Bundeswehr um Unterstützung zu bitten, einfach, dass wir mehr Personal haben im Bereich der Kontaktnachverfolgung und diese Infektionsketten durchbrechen. Ich glaube, jetzt, nachdem wir das auch gut 4 Wochen lang so praktiziert haben, zeigt sich, dass dieses Modell funktioniert. Und deswegen habe ich auch die Bundeswehr gebeten, dass sie uns die Soldaten noch länger zur Verfügung stellen. Wir haben darum gebeten, diesen Einsatz zunächst einmal bis Ende Januar zu verlängern und sind da sehr zuversichtlich, dass diesem Einsatz auch stattgegeben wird.